Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass er sich in mich verliebt hat. Man hätte es sich vorstellen können, oder? Aber warum habe ich dann das Gefühl, als würde mir gerade der Boden unter den Füßen wegbrechen? Haku ist in mich verliebt. In mich? Ich heirate seine Schwester. Warum hat er sich denn gerade in mich verliebt? Benommen fahre ich mir durch die Haare und fühle mich nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Mein Hals ist trocken und ich bekomme kaum ein Wort heraus. Nervös kaut sich Haku auf der Unterlippe herum und ich sehe ihn einfach nur an. Ja, er ist süß, sehr sogar. Und ich würde mich vielleicht sogar in ihn verlieben können, wenn... Ja, wenn... Wenn was? Wenn seine Schwester nicht wäre? Nein, selbst wie sie würde mich nicht davon abhalten, mich in ihn zu verlieben. Sasori? Ich weiß nicht, warum ich mich so sehr zu ihm hingezogen fühle. Wenn ich ihn sehe, dann würde ich mich am liebsten in seine Arme werfen. Aber was ist los mit mir? Ich begreife mich selbst nicht. Am liebsten würde ich mich in den Gepäckraum verziehen und mich dort verstecken. Haku räuspert sich und greift nach meiner Hand. David, bitte, flüstert er leise und sieht mich mit Tränen in den Augen an. Ich kann verstehen, wenn du wütend auf mich bist. Vermutlich wäre ich auch sauer, wenn du eine Schwäche von mir ausnutzen würdest. Und ich habe dich ausgenutzt, als du so betrunken warst. Aber eine andere Chance hatte ich nicht. Du hättest mich doch immer abgewiesen, weil du immer nur deinen Schwager in mir gesehen hast. Es würde mich nicht mal wundern, wenn du den immer noch in mir siehst. Einfach nur deinen Schwager und nicht mehr. Dabei fühle ich mich aber nicht wohl. Ich möchte mehr sein als dein Schwager. Selbst wenn ich erstmal nur dein Liebhaber wäre, dann könnte ich damit leben. Aber du kannst doch jetzt nicht mehr leugnen, dass du auf Männer stehst. Seine Worte treffen mich wie ein Messer. Ich muss zugeben, dass er durchaus recht hat. Ja, ich stehe vermutlich auch auf Männer. Aber das muss ich doch selbst erstmal verstehen. Mir ist das neu, denn als ich auf dieses Schiff gestiegen bin, war ich noch hetero. Und auf einmal bin ich schwul. Das gibt's doch gar nicht. Seufzend sehe ich Haku an und schiebe ihn dann zur Tür. Könntest du mich bitte ein wenig alleine lassen? Ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht und ich möchte mich selbst erstmal sammeln. Kannst du das verstehen? Gib mir einfach noch ein bisschen Zeit. Ich will ihn nicht vor den Kopf stoßen, obwohl ich das wohl schon tue, als ich ihn rauswerfe. So ist das alles aber gar nicht gemeint. Ich will ihm ja nicht wehtun, weil ich ihn gern habe und weil er mein Freund ist. Irgendwie habe ich in den letzten Wochen und Monaten so sehr an ihm gehangen. Ich habe ihn schätzen gelernt. Da will ich ihn nicht verlieren. Aber wie soll das gehen? Wie soll das zwischen uns funktionieren? Wenn er sich in mich verliebt hat, dann kann ich wohl nicht mehr in seiner Nähe sein. Es geht nicht, wenn er immer Gefühle für mich hat. Dann kann ich aber auch nicht mehr seine Schwester heiraten. Denn ich würde ihm das Herz brechen. Und das möchte ich nicht vermeiden. Dafür ist Haku mir zu wichtig geworden. Der süße Fratz, der so niedlich ist. Er hat mir immer so leid getan, wenn man ihn immer wie einen kranken Jungen behandelt hat. Wie ein rohes Ei. Und ich bin froh, dass ich ihm ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnte. Aber ich wollte doch nie, dass er sich in mich verliebt. Haku sieht mich traurig an, lässt mich dann aber wirklich allein, ohne noch ein Wort zu mir zu sagen. Aber was hätte er auch sagen sollen? Vermutlich hätten mir selbst auch die Worte gefehlt. Müde lasse ich mich auf den Boden sinken und als Thomas die Schicht übernehmen will, sieht er mich verwirrt an. Bist du wirklich alleine hier? Wo ist denn Sasori hin? Ist dem wieder schwindelig geworden? David, geht's dir nicht gut? Flüstert er besorgt und kniet sich zu mir. Am liebsten würde ich mit meinem besten Freund darüber reden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die passenden Worte. Und darum zucke ich einfach nur hilflos mit den Schultern. In mir ist eine unergründliche Leere. Und es nicht, weil Haku gegangen ist. Oder weil ich einen guten Freund verliere. Sondern weil Sasori nicht bei mir ist. Warum kann ich mich gerade einfach nicht in seine Arme flüchten? Am liebsten möchte ich mich in seine Arme werfen und mich fest an ihn pressen. In der Hoffnung, dass er sich dann um mich kümmert und mir sagt, dass alles gut wird. Sonst hat er das doch auch immer gesagt. Moment, wie komme ich denn auf den Unsinn? Sowas hat Sasori mir noch nie gesagt. Ich kenne ihn ja schließlich erst seit ein paar Tagen. Da kann ich doch nicht behaupten, dass er mich trösten kann. So ein Blödsinn. Schnaubend rapple ich mich wieder auf und entschieden sehe ich zu Thomas. Keine Sorge, mir geht's gut. Und ich will mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, murmle ich leise. Mir zittern die Hände. Und ich bin mir sicher, dass mehr als nur eine Schraube darunter leiden wird. Aber ich will abschalten. Egal wie. Ich muss einfach aufhören, nachzudenken. Bin ich froh, dass ich mich ein wenig erholen konnte. Wenigstens jetzt am Tag konnte ich schlafen. Aber jetzt will man mich schon wieder wecken. Das kann doch nicht wahr sein. Warum steht denn da jetzt jemand vor meiner Tür? Und versucht, die einzuschlagen, oder was soll das werden?
Wenn das wieder dieser Idiot ist, dann schmeiß ich den in hohen Bogen raus. Ja, doch, beschwere ich mich, weil ich gar nicht so schnell in einen Boxershorts komme, wie ich es will. Da ich nackt schlafe, kann ich wohl kaum so an die Tür gehen. Brummelnd und wütend reiße ich die Tür zu meiner Kabine dann schnaubend auf und sehe blinzelnd zu dem Jungen, der da vor mir steht und mich ansieht. Die dunklen Augen funkeln und ich verdrehe meine ein wenig. Mit dir habe ich irgendwie gerechnet, knurre ich leise und lehne mich an den Türrahmen. Ich habe überhaupt keine Lust, mit dir zu reden, weißt du das? Wenn du mich wieder nur anbrüllen willst, dann kannst du dir den Atem sparen. Denkst du, ich höre dir noch zu? Sasuke sieht mich an und schiebt mich dann einfach in meine Kabine zurück. Was soll das denn jetzt werden? Warum ist er überhaupt hergekommen? Sasuke setzt sich auf mein Bett und starrt auf den Boden. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, flüstert er leise und rauft sich die Haare. Da macht man alles für seinen Bruder und dann wird man von dem Kerl immer nur vor den Kopf gestoßen. Ja, ich habe Fehler gemacht, auch als ich in die Bordelle gegangen bin, wovon er dir bestimmt erzählt hat. Er hat dich doch so sehr ins Vertrauen gezogen. Mir scheint er da schon gar nichts mehr zu trauen, was mir wirklich wehtut. Aber weißt du, auch mein großer Bruder hat seine Probleme und schwarze Löcher in der Seele, die er am liebsten verbergen würde. Doch das werde ich bestimmt nicht zulassen, knurrt er leise und springt wieder auf. Wütend baut er sich vor mir auf und sieht mich aus funkelnden Augen an. Ich kann dir mal was erzählen über deinen tollen Itachi, den du dir da in den Laden geholt hast. Er ist spielsüchtig und er spielt noch immer. Zwar tut er so, als wäre er mit seiner Therapie darüber hinweggekommen, aber an einem Automaten kann er immer noch nicht vorbeigehen. Außerdem solltest du aufpassen, dass er dir nicht das Geld klaut. Weißt du, früher hat er den Leuten gerne mal das Geld aus der Tasche gezogen, weil er ja an Geld rankommen musste. Aber ich warne dich, auch vor Freunden nimmt er da keine Rücksicht. Ach, und dann wäre da ja noch die Tatsache, dass er sich schon mal die ein oder andere Spritze in den Arm gedrückt hat. Du holst dir also jemanden an den Laden, der durchaus nicht so unbescholten ist, wie er gerne sein möchte. Ich weiß, dass mein Bruder gut darin ist, den Menschen jemanden vorzuspielen, der er gar nicht ist. Aber er ist nicht nur der liebe Kerl, sondern er kann auch ein ziemliches Arschloch sein. Blinzelnd sehe ich Sasuke an, der einfach an mir vorbeirauscht und die Tür theatralisch hinter sich zuwirft. Ich bin total verwirrt und weiß gar nicht, was ich von seinen Worten halten soll. Was meint er denn damit? Dass Itachi Drogen genommen hat? Wenn er die nicht mehr nimmt, kann ich damit leben. Aber ich kann mir schon vorstellen, wo das Geld der beiden geblieben ist. Sasuke hat doch auch Drogen genommen, so wie sein großer Bruder mir das erzählt hat. Also tun die beiden sich in dem Thema überhaupt nichts. Seufzend lasse ich mich wieder aufs Bett fallen. Und ich überlege, ob ich nicht einfach wieder schlafen gehen sollte. Die Decke über den Kopf ziehen und schlafen, bis wir in Amerika angekommen sind. Da habe ich mich bisher noch am wohlsten gefühlt, muss ich zugeben. Aber ich mache mir Sorgen um Itachi. Es schreckt mich nicht wirklich ab. Man spürt doch deutlich, dass er es bereut, so abgerutscht zu sein. Ich möchte ihm helfen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich es ihm schuldig. Als wäre es, dass ich ihm etwas schuldig wäre. Als müsste ich das tun. Aber es ist kein Zwang, sondern ein Gefühl tief in meinem Herzen. Tief in mir drin ist ein Gefühl, dass ich ihm etwas zurückgeben möchte. Dass ich ihm etwas von mir geben will, weil er mir auch irgendwann mal was von sich gegeben hat. Ob er mir irgendwas von sich gegeben hat, ich weiß aber nur nicht mehr wann oder was das war. Habe ich ihn überhaupt schon mal gesehen? Aber wann? Und wo? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es liegt wohl daran, dass ich manche Szenen in meinem Leben durchaus ausgeblendet habe. Aber wenn Sasuke denkt, dass ich seinen Bruder deswegen in Ruhe lassen würde, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Jetzt will ich ihm erst recht helfen und ihn besser kennenlernen. Jemand wie Itachi hat jede Unterstützung verdient, die er bekommen kann. Als ich wieder wach werde, liege ich auf einem Sessel in einer kleinen Kammer und ich sehe mich benommen um. Ob William noch hier ist? Ich will mit ihm reden. Woher ich seinen Namen weiß, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber er war auf einmal in meinen Erinnerungen. Sie waren da. Und ich wusste, dass ich ihn kenne und wie er heißt. Dass ich ihm einmal vertraut habe und dass er mir so unglaublich wichtig war. Er hatte mein Vertrauen und mittlerweile bin ich mir sicher, wir kannten uns schon einmal. In einem anderen Leben, in dem wir aber auch hier auf der Titanic waren. Aber auf der ersten Titanic. Wir haben diesen Untergang damals miterlebt. Ob wir überlebt haben, weiß ich nicht mehr. Es ist doch nur das Gefühl, dass ich wirklich schon mal hier war und dass ich alles kenne. Die Erinnerungen kamen einfach wieder, als er bei mir war, und jetzt lassen sie sich gar nicht mehr aufhalten. Schnell springe ich auf und sehe zu William, der aufgetaucht ist und mich wieder in den Sessel drückt. Sono, ist aber gut, du bleibst erstmal hier liegen, verstanden? Herrscht er mich an und nimmt dann sofort wieder Abstand zu mir, als hätte ich eine ansteckende Krankheit.
Fragend sehe ich William an und würde ihm am liebsten wieder in die Arme fallen. Was ist denn nur mit ihm? Warum mag er sich auf einmal nicht mehr mit mir abgeben? Er ist mir doch so wichtig. Ich möchte einfach nur in seine Arme flüchten. Früher haben wir doch auch zusammengehalten. Da wusste er, dass ich ein Mädchen bin, obwohl ich als Junge herumgelaufen bin, und er hat nicht über mich gelacht oder dumme Fragen gestellt. Während ich eben benommen war und nicht bei mir war, habe ich alles vor mir gesehen. Fast alle Erinnerungen waren wieder da, aber besonders, wie William mir an den Brüsten rumgefummelt hat und dann festgestellt hat, dass ich eine Frau war. Selbst heute muss ich noch dabei lachen. Wie gern würde ich ihm klarmachen, dass wir uns schon mal gekannt haben. Doch er sieht mich so verwirrt an, dass ich sehr schnell verstehe, dass er keine Ahnung hat, was ich eigentlich von ihm will. Langsam rapple ich mich wieder auf und sehe William flehend an. Dir muss das doch auch schon aufgefallen sein, dass du dich an Dinge erinnerst, die du so eigentlich gar nicht erlebt haben kannst. Das kann doch keine Einbildung sein. So wie er mich ansieht, fühle ich mich schon wieder, als wäre ich verliebt und am liebsten würde ich davonlaufen. Ich mache mich hier gerade total zum Horst und das auch noch mit vollem Wissen. Es tut mir leid, dass ich dir so einen Ärger mache. Dabei wollte ich eigentlich erst einmal nur mit dir reden. Wirklich, ich wollte nur reden. Und dir sagen, was ich weiß. Als ich dich gesehen habe und du vor mir standest, da wusste ich wieder so viel und diese ganzen Emotionen, die kamen einfach wieder in mir hoch und bitte, ich möchte doch nur mit dir reden. Bittend sehe ich ihm in die Augen und William rauft sich die Haare. Ach Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt habe ich nicht nur zwei totale Idioten an der Backe, die mit ihren Hormonen nicht mehr haushalten können. Jetzt habe ich auch noch ein Mädchen, das meint, sie hätte schon mal gelebt. Sind denn auf diesem Schiff nur noch verrückte Menschen? Das gibt's doch alles gar nicht. Er schüttelt den Kopf und sinkt dann auf den Boden. Offenbar hat er ungefähr die gleichen Probleme wie ich, denn man spürt, wie erschöpft er ist. Und ich stehe ja momentan selbst zwischen zwei Frauen, obwohl eine davon es nicht ernst mit mir meint. Ihm scheint es da ähnlich zu gehen, und ich krabble zu ihm auf den Boden und greife nach seinen Händen. Hör mal, William, auch wenn du dich nicht mehr an mich erinnern kannst, dann können wir uns doch wieder neu kennenlernen, oder? Ich finde, du bist noch genauso wie damals. Und auch wenn du mich für verrückt hältst, sind verrückte Menschen nicht manchmal die lustigsten Menschen, die man treffen kann? Er braucht jemanden, der für ihn da ist. Und endlich kann ich ihn in den Arm nehmen. Seufzend drücke ich mich an ihn und spüre dann, wie er mich zögerlich umarmt. Also gut, dann lernen wir uns eben kennen. Aber fang bitte nicht wieder damit an, dass ich schon mal gelebt habe. Mir ist dieses Leben hier schon anstrengend genug, da brauche ich nicht noch ein zweites. Irgendwie kann ich ihn verstehen, denn wenn man sich an ein Leben erinnert, das alles anders, wo alles anders war als jetzt, das ist nicht einfach. Man wünscht sich schon fast, es würde nur das eine Leben geben, in dem man sich befindet. Aber sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt, und das war es mir definitiv wert. In aller Ruhe schlendert man über das Deck, und dann tauchte dieser Mann auf. Blonde, lange Haare und blaue Augen, der sich dann nach ein paar Worten des Kennenlernens als Daterer vorstellt. Jetzt stehe ich mit ihm an der Reling, obwohl ich längst wieder arbeiten müsste. Er seufzt schwer und hat mir von allem erzählt, was er sich so zusammengereimt hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach nur für verrückt halten sollte, aber das kann ich nicht. Alles, was er sagt, klingt sogar logisch. Es ergibt Sinn, und genau das macht mir Angst. Immerhin werde ich auch von seltsamen Erinnerungen gequält, und ich kann mir bis zu dieser Minute nicht erklären, ob es sowas wie ein Leben nach dem Tod wirklich geben soll. Und du meinst, dass du diesen William und mich schon einmal in einem vorherigen Leben getroffen hast? Dass wir Freunde waren und wir auch auf diesem Schiff waren? Ich kann mich an das alles nicht mehr erinnern. Bedrückt senke ich meinen Blick und ich wünsche mir, auch für ihn, dass ich mich an mehr erinnern könnte. Leider ist in meinem Kopf nur Schwärze, die von seltsamen Blitzen durchzuckt werden. Daedra mustert mich und seufzt so leise auf. Nun, wenn ich so ehrlich zu dir sein darf, wir kannten uns, aber Freunde waren wir nicht. Im Grunde konnte ich dich nicht einmal leiden, weil du mir meinen kleinen William wegnehmen wolltest. Zu dir war er so viel offener, und zu mir? Nein, zu mir war er nicht offen. Er hat sich vor mir gesperrt. Dabei habe ich ihn doch so sehr geliebt. Ich wollte ihn glücklich machen, aber er hat mich einfach weggeschickt. Perplex sehe ich ihn an und irgendwie glaube ich ihm, besonders weil er nie zugegeben hätte, dass wir uns nicht leiden könnten, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde. Wenn er mich hätte anlügen wollen, dann hätte er doch einfach so getan, als wären wir die besten Freunde gewesen. Aber wie soll ich dir denn dann helfen? Ich meine, ich kenne William in diesem Leben zwar sehr gut und wir sind tatsächlich befreundet,
Aber ich weiß nicht, ob ich ihn dazu bringen könnte, dich zu lieben. Sowas liegt nun mal wirklich nicht in meinen Händen, sondern in seinen. Schüchtern sehe ich den Blondschopf neben mir an und Daedra muss leise lachen. Ich weiß, aber darum geht's mir auch gar nicht. Im Grunde habe ich keinerlei Erwartungen an dich. Ich möchte einfach nur jemanden an meiner Seite haben. Jemanden, der ihm vielleicht auch mal sagt, dass ich nicht das große Arschloch bin, für das man mich vielleicht irgendwie hält. Ich bin wirklich nicht so schlimm. Das musst du mir glauben. Lächelnd sieht er mich an und ich nicke etwas. Wenn ich ihm damit helfen kann, dann werde ich mich eben für ihn einsetzen. Ob das was bringt, kann ich ihm natürlich nicht versprechen. Daedra nimmt mich auf einmal in den Arm und löst sich dann scheu wieder von mir. Ich bin nämlich doof, was? Du musst denken, dass ich ein totaler Idiot bin. Da kommt ein Fremder und erzählt dir irgendwas von einem anderen Leben und einer Liebe, die er schon aus einer anderen Zeit kennt, die er damals nicht erobern konnte und dafür jetzt alles tun wird, um ihn zu bekommen. Ich bin blöd, ich weiß. Das ist albern und kindisch, wie ich mich benehme. Aber was soll ich machen? Ich liebe William und ich bin von diesem Leben überzeugt. Und du bist es auch, denn sonst hättest du mir nicht so lange zugehört. Erstaunt sehe ich zu ihm und schüchtern nicke ich. Irgendwie ist die Geschichte, die er mit mir erzählt hat, auch verdammt romantisch, oder nicht? Eine Liebe, die sogar über den Tod hinaus existiert und die noch immer aktuell ist. Das ist so kitschig, aber irgendwie auch verdammt süß. Ob es so jemanden noch in meinem Leben gegeben hat? Jemanden, den ich einmal geliebt habe und der immer noch auf mich wartet, weil wir uns im ersten Leben nicht lieben konnten? Bei diesen Gedanken blitzt ein Bild von Hidan vor meinen inneren Augen auf und ich schüttle den Kopf, um wieder klar denken zu können. Ich finde es nicht albern, sondern eigentlich sogar ziemlich süß. Wenn du davon überzeugt bist, dann solltest du auch daran glauben, finde ich. Und ich werde mich mit William unterhalten und ihn fragen, ob er sich mal mit dir treffen will. Wenn du dich daran erinnerst, dann tut er das ja vielleicht irgendwann auch. Damit möchte ich Daedra nicht zu viele Hoffnung machen, aber ein bisschen schon. Er lächelt dankbar und sieht mich schmunzelnd an. Danke, Jen. Ich wusste, dass es richtig ist, dich anzusprechen. Und ich hoffe, dass du mir irgendwie helfen kannst. Nicht zu viel, erobern muss ich David wohl noch allein. Aber ich brauche dummerweise jede Hilfe, schätze ich. Und für deine bin ich dir sehr dankbar. Jetzt kann ich wohl nur noch hoffen, dass ich seine Zuversicht nicht irgendwann enttäuschen muss. Seit die Tashi gegangen ist, weiß ich gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Hilflos laufe ich in meiner Kabine auf und ab. Nicht mal in Naruto ertrage ich momentan. Und die Sehnsucht nach William bringt mich noch um. Ich will zu ihm. Ihn einfach nur in den Arm nehmen und ihn fest an mich pressen. Heute Abend ist er fällig. Bisher hat er noch kein Mann meinem Charme widerstanden. Ich will ihn und das mit Haut und Haaren in meinem Bett und zwar nackt. Seufzend lasse ich mich in mein Bett sinken und sehe nicht einmal hoch, als es an der Tür hämmert. Doch mein Besucher scheint sich nicht abwimmeln zu lassen. Nicht einmal davon, dass ich ihn ignoriere. Also stehe ich wieder auf und öffne die Tür zu meiner Kabine. Naruto rennt an mir vorbei und rauft sich die Haare. Utakata, du glaubst es nicht. Da will ich eben mit Hinata reden und sie sagt mir einfach, dass sie keine Zeit für mich hat. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Sie hat mich noch nie abgewiesen und jetzt auf einmal, da meint sie, dass sie sich lieber mit ihrem Cousin treffen will. Was soll das denn? Ich bin doch ihr Loverboy. Was will sie denn mit so einem Cousin? Der ist doch langweilig und kann ihr überhaupt nicht das bieten, was ich ihr bieten kann. Meine Güte, nur einmal Sex, mehr will ich doch gar nicht. Dass es bei der Kleinen so schwer ist, zum Stich zu kommen, hätte ich mir so gar nicht vorgestellt. Was ich schon alles getan habe, um zwischen ihre Schenkel zu kommen, das habe ich noch bei keiner Braut getan. Blinzelnd sehe ich Naruto an, der mir scheinbar gar nicht mehr böse ist. Seufzend senke ich meinen Blick. Wenn ich ihn so höre, dann wird mir richtig schlecht. Mit dem bin ich befreundet? Der so mit der Jungfräulichkeit einer Frau umgeht? Am liebsten würde ich selbst mit Hinata reden, um sie vor diesem Idioten zu warnen und um ihr zu sagen, dass er es sowieso nicht ernst mit ihr meint. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Seufzend sehe ich ihn an und fühle mich dabei wie ein Moralapostel. Früher war ich doch auch nicht so. Da habe ich mir, genau wie Naruto, jeden genommen, den ich haben wollte. Und habe auf die Gefühle anderer nicht sehr viel Rücksicht genommen. Ich war eiskalt und habe alles gevögelt, was nicht schnell genug wegkam. Meistens Männer. Also warum widert mich mein eigenes Verhalten auf einmal so an? Wenn ich Naruto so sehe, dann denke ich an mich selbst und fühle mich dabei total schlecht. Am liebsten würde ich mich bei den Jungen, den ich das erste Mal so versaut habe, wie er es bei Hinata tun will, entschuldigen. Das müssen die mir doch übel nehmen. Die müssen mich hassen und ich kann es sogar verstehen. Die hassen mich bestimmt alle und haben mehr als einmal auf mich geschimpft, was ich verstehen könnte. Ich habe ihnen vieles kaputt gemacht.
Naruto sieht mich an und wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Hallo, bist du überhaupt zu Hause? Hörst du mir zu? Das ist wichtig. Du hörst mir nicht mehr so richtig zu, oder? Toller Freund bist du, weißt du das? Ich würde am liebsten lachen. Denn er will mir jetzt wirklich erzählen, dass ich ein schlechter Freund bin. Ich wäre ein Idiot, wenn ich dir zugehört hätte, meine ich ruhig und schüttel den Kopf. Naruto, hast du eigentlich noch irgendwas anderes im Kopf als Sex? Irgendwie höre ich immer nur noch Sex von dir an. Von nichts anderem sprichst du. Das ist ein bisschen armselig, meinst du nicht auch? Dabei gibt es im Leben so viel mehr. Ob ich ihn damit erreiche? Ich habe das dumme Gefühl, als würde er mich nie verstehen. Und ich frage mich, ob wir wirklich gute Freunde sind. Oder habe ich immer nur an ihm gehangen, weil ich keine anderen Freunde hatte. Außer Naruto hatte ich niemanden. Aber langsam begreife ich, dass es da auch noch andere Menschen gibt, die wichtig für mich sind. Und es auch bleiben sollen. So wie William eben. Nein, ich bin nicht mehr wie Naruto. Früher war ich auch so. Aber ich hoffe, ich kann meinen Süßen davon überzeugen, dass ich nicht das Ekel bin, für das er mich wohl irgendwann halten wird. Ja, vermutlich wird er genau das denken, dass ich der größte Idiot bin. Allein, weil ich einen Idioten als Freund habe. Aber Naruto ist trotz allem irgendwie mein Freund. Und ich kann nur hoffen, dass er irgendwann versteht, was dieses Gefühl bedeutet. Das Gefühl, das ich tief in mir spüre, von dem ich gedacht hätte, dass es diese Emotionen gar nicht geben würde. Naruto schnaubt leise und verschränkt die Arme vor der Brust. Ich verstehe überhaupt nicht, was mit dir los ist. Du bist gar nicht mehr so du selbst, seit du diesen kleinen Stricher kennengelernt hast. Was ist denn an dem so toll? Ich weiß es selbst nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich ihn liebe.